Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cannon Fodder 2. Jetzt muss ich euch direkt im vierten Part im vierten Part sagen, dass ich leider ein bisschen Scheiße gebaut habe. Und zwar ist mir die letzte Aufnahme verschütt gegangen, also die letzte Part, nur die letzten 20 Minuten. Das heißt, der Level ist schon praktisch fast gelöst. Es ist nicht mehr so viel hier zu erledigen. Aber ja, hier waren überall Raketenwerfer-Typen. Die habe ich im Alleingang besiegt. Ich habe das gemerkt, dass das wohl am sinnvollsten ist. Ich zeige euch das nochmal eben. Wenn man sich wirklich hier einschnappt, ich habe immer den Jules jetzt genommen, die Granaten mitgenommen. Und dann bin ich mit dem losgegangen und habe die einzelnen Granatenwerfer abgeknallt. Weil dann treffen die eigentlich so gut. Man kann besser ausweichen. So, jetzt ist aber noch ein bisschen was zu tun. Zwei Granatwerfertypen sind hier noch. Die machen wir noch zusammen platt. Also ihr habt nicht allzu viel verpasst. Dieser Platz hier war voll mit, ich glaube, 4 Granatwerfern. Die habe ich erledigt. Und ja, 2 sind hier aber noch. Ich hatte den Level auch eigentlich schon beendet. Der war schon fertig. Aber gut, ist jetzt nicht mehr zu ändern. Wichtig ist, dass hier hinten in der Ecke noch einer ist. Den muss ich versuchen zu kriegen. Das habe ich auch geschafft. So. Und da oben versteckt sich noch einer. Den kennen wir auch schon. Nein. Fuck. Toll. Jetzt bin ich aus Versehen weggegangen. Und hab meinen einen Typen da verrecken lassen. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, das Level war eigentlich schon beendet, aber ich habe zum Glück noch diesen einen Spielstand hier gefunden, den ich gespeichert hatte. So, ja, habe ich mich... Ne, verspeichert kann man gar nicht sagen. Ich habe ja nicht verspeichert. Ich habe einfach wohl nur vergessen, bei Loilo auf Aufnahme zu drücken. Also bei meinem Aufnahmeprogramm. Was irgendwie schade ist, aber gut, ist nicht mehr zu ändern. So, der ist erledigt. Ich will den hier noch killen. Und dann... dann gehen wir zurück. Sehr gut. Jetzt schließe ich mich wieder meinen Kameraden an. Lauf, 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 bei Freud. Die sind gerade nicht so gut auf dich zu sprechen, habe ich den Eindruck. Und dann schlagen wir jetzt mit vereinten Kräften zurück. Ich habe was vergessen, fällt mir gerade ein. Scheiße. Da oben war noch eine Tür, die hätte ich kaputt bomben sollen. Ja, das machen wir nochmal eben schnell. Die da. So. So. Okay, jetzt haben wir hier noch ein paar Leutchen da oben. Ey, das sind, glaube ich, jetzt tatsächlich wirklich Außerirdische. Die sehen halt anders aus. Wo bin ich hier? Hä? Ich bin da irgendwie festgebackt. Keine Ahnung. Bom, so. So wie bei den Teleporter kaputt schießt, kommen da auch nicht mehr so viele Aliens nach. Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Was jetzt wichtig ist, wir brauchen da oben die Kiste, glaube ich, noch. Was heißt, was? Ja, was heißt? Ja, doch. Der linke Apparat ist noch nicht kaputt. Und der ist wichtig. Wir sollen ja alle Gebäude zerstören. Ich hab's gekriegt. Das war jetzt relativ simpel. Weil das beim letzten Mal wesentlich, wesentlich schwieriger war. So. Okay. Jetzt habe ich auch euch das gezeigt. Jetzt könnte ich auch theoretisch, falls ich jetzt nochmal sterben sollte, einen anderen Speicherstand laden. Weil ich habe noch einen zweiten, der noch ein bisschen weiter vorne war. Ja, es ist im Prinzip nicht viel. Ich habe euch jetzt ein bisschen Rumguckerei und Rumsucherei und Probiererei erspart. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die restlichen Leute töten, weil ich glaube, die Häuser sind jetzt alle kaputt. Es kommen ja auch keine Leute mehr nachgespawnt, wie es aussieht. Ich habe aber auch noch nicht in die nächste Mission reingeguckt, weil hier nach ist nämlich die Mission komplett zu Ende. Da schmeißen wir noch eine Bombe hin. Das hat gut geklappt. Sag mal. So. Ich glaube, hier kommt noch einer. Zwei sogar. Oh, fuck. Jawohl. Geht doch. Ja, also ich, wie gesagt, habt ihr euch jetzt ein paar Drumguckerei erspart. Ich habe eigentlich nur 4 Granatenwerfer-Typen erledigt. Und jetzt mache ich nochmal den Kontrollblick. Ja, wir nehmen auf jeden Fall jetzt auf. Das ist sehr gut. So, jetzt bekommen wir nämlich interessante Beförderung. Das habe ich eben schon gesehen. Jetzt haben wir zwei so Streifen. Also jetzt kommen schon, ja... Ich weiß nicht, was das alles für Dienstgrade sind. Wer da Ahnung von hat, von euch, vom amerikanischen Militär und so, der kann mir ja gern sagen, was wir da jetzt gerade für Dienstgrade erhalten haben. Würde mich ja schon irgendwie ein bisschen interessieren. So, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Das Witzige ist, wir haben auch diesmal wieder 283 getötet. Aha, genau die gleiche Anzahl wie eben. Ist ja interessant. Ja gut, ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ja noch Zeit. Jetzt können wir in den nächsten Part reinschnuppern. Ich bin sehr, sehr gespannt. In den nächsten Part, in die nächste Mission. Lady, love your country. Okay, da ist wieder ein UFO unterwegs. Also es geht wahrscheinlich wieder um Außerirdische.
zwei Phasen nur. Alle Gegner töten, alle Gebäude zerstören. Hört sich jetzt nicht so schwer an. Wir speichern das mal hier. So, und gucken mal, was wir machen müssen. Wo bin ich denn? Da! Ich habe nicht mal gecheckt, wo ich bin. Das sind Buschmänner, ja. Fuck. Ich glaube, weiß nicht, tun die Buschmänner uns was? Ich glaube, die Buschmänner tun uns gar nichts, ne? Es geht nur um die Raketenwerfertypen. Sprich, um den da. Ne, die Buschmänner tun uns nichts. Aber die tun den Buschmännern was. Okay. Also ich würde sagen, den ersten da töten. Es sind vier Stück, ne? Boah, wie machen wir das denn? Ich kann nicht in vier Richtungen. Das ist aber... Hallo? Was mache ich denn da? Ich muss versuchen, irgendwie durchzukommen. Alter Schwede. Okay, jetzt wird's interessant. Ja. Bin gerade noch ein bisschen sprachlos. Es ist wahrscheinlich auch nicht viel in diesem... Ich kann auch nicht unter Wasser schießen. Die schießen doch, die Kleinen, ne? Die Kleinen schießen, glaube ich, doch auf mich. Was, alter Schwede, was mache ich denn da? Puh. Ich bin direkt tot. Okay, das war jetzt doof. Ja. Alter. Ja, interessant. Das war gar nicht so verkehrt, glaube ich. Das war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ah, fast. Ich glaube, einfach schneller Rundumschlag. Man kriegt das irgendwie hin. Ah, fast. Okay. Kann man hinkriegen, kann man hinkriegen. Fuck. Aber gut. Es geht. Ich muss als SSD vier Typen erschießen. Ja. Ich wollte nicht drauf schießen. Ich bin gerade sehr ruhig. Es tut mir leid. Ich muss mich da extrem konzentrieren, gerade bei dieser Mission. Das Blöde ist halt, dass man die hier nicht kriegt, ne? Und dass ich auch noch hier festhänge. Sind das denn die einzigen Kisten hier? Ich muss unten mal nachgucken, ob da unten noch Kisten sind. Oh, da ist ja noch ein Typ. Scheiße. Ach, ich lebe ja nur noch alleine, wollte ich gerade sagen. Ich lebe ja nur noch alleine. Vielleicht reicht das ja auch so. Scheiße. Ja. Ich muss die Kackgranaten kriegen. Okay. Sehr gut. Geh doch mal weg!
Mist, einer verreckt. Das sah so gut aus bis dahin. Ich glaube, das ist die Lösung. Ja, jetzt hat er mich direkt im Wasser erschossen. Es geht gerade ein bisschen schnell, ne? Ja. So. Ja, so nicht. Puh, hartes Brot, hartes Brot. Ach Mann, dass der eine Penner mich dann direkt erwischt. Ach so. Tja. Tja, wenn ich dies dazu bringen könnte, dass er hier hinschießt. Er hat sich gerade selbst erschossen. Ist gar nicht so verkehrt. Geil! Wenn er jetzt noch seine eigene Hütte kaputt schießt. Ja, hat er. Ist nur noch den Arsch. Ach scheiße! Ach scheiße, einer von meinen ist gestorben. Nimm doch mal eine von den Kackkisten. Ja. Das ist das Schlimmste, dass sie die Kisten nicht einsammelt. So. Ach, fuck, er ist tot. Okay, wahrscheinlich ist die zweite Phase auch so ein hartes Ding. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Ja, das war gut. Okay, wir hängen jetzt schon eine ganze Zeit lang hier dran, aber egal. Also kurze, intensive Level habe ich lieber, als wenn es jetzt Ewigkeiten dauert. Okay, die Hütte ist kaputt. So. Ach, ich lebe schon wieder nicht. Ach. Ich krieg das immer nicht mit, dass ich verrecke. So. Und schon wieder ist einer tot. Meine Fresse. Wieso? Och, der trifft mich da. Ich dachte, das wäre jetzt ein sicheres Ding gewesen. Ja. Mhm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, okay. Ja. Ich glaube, der Lars, der freut sich jetzt schon, wenn er das hier sieht. Ach, jetzt ist das kaputt gegangen. Scheiße. Jetzt muss ich wieder auf Schützenhilfe hoffen. Und das hat geklappt. Geil. Die ist den doch tot. Dass die sich hier immer so festhängen, ne? Okay. Einer ist verreckt. Verdammt. Wieder verreckt. Ich muss das besser anstellen. Ja, so nicht.
Und wenn ich erst nach unten latsch, ich glaube, das ist nicht das Beste. Oh, fuck. Mhm. Ja, fuck. Du musst schon hier hinschießen jetzt. Sonst habe ich keine Chance. Wenn du das Haus hier nicht kaputt schießt, habe ich keine Chance. Ich muss wahrscheinlich anloggen gerade. Komm doch hier mal her. Ja, tot. Okay. Das hat so nicht geklappt. Jetzt geh doch mal da weg. Tot. Och Mann. Ah, ärgerlich. Tot. Heieiei, okay. Oh ja, der lebt noch. Und der ist leider in die Luft geflogen. Da war ich ein bisschen zu übereifrig. So. So, weg hier. Und wieder hängen sie sich hier oben fest. Tot. Mann. Ah, oh, ich möchte das aber schaffen. So. So. Ganz ruhig. Okay. Oh fuck, ich sollte anders rumlaufen. Okay. Er schießt dich. Nein! Kurz vor Sch... Das kann doch nicht wahr sein. Hat sich kurz vor Schluss hat mich wieder einer erwischt. Das war unglaublich. Achso, schon wieder erledigt. So, komm, schieß hier hin. Danke. So, also hier noch hinschießen. Das sind aber auch eine Menge Leute, ne? Hallo. Ja, genau. Ja, das war ein bisschen zu viel des Guten. Ja, tot ist er. Puh, zum Glück ist das echt so eine kurze, knackige Mission. Mann, dass ich den nicht mehr treffe. So. Ja, tot ist er. Beide gleich, geil. Heieieiei, okay. Und der, ach geil. Ich hab direkt einen verloren, gleich zu Beginn. So. Sehr gut. Und?
Oh. Boah, das war ein hartes Ding, aber wir haben es geschafft, gerade zum Ende der Folge. Heilige Scheiße. Oh, Phase 2 von 2. Kill all enemy. Okay, keine Gebäude kaputt machen. Wir gucken noch mal ganz kurz rein. Ich speichere das doch trotzdem ab. So, wir gucken mal. Okay. Was ist das denn? Okay. Am besten, also alles töten. Das war ein Raketenwerfer, Mensch. Aber wir haben 4 Leute immerhin. Ja, mal da. Oh, fuck, das wird auch wieder. Die haben jetzt hier aktuell Level. Holla die Waldfee. Okay. Normalerweise würde ich hier wahrscheinlich auch alleine besser klarkommen, aber. Na, jetzt habe ich schon wieder einen verloren. Gut, meine lieben Freunde, das gucken wir uns im nächsten Part nochmal genauer an. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.